So, herzlich willkommen zum Tanker-Update-Video zur Chartanalyse von den Tanker-Aktien. Und zwar schauen wir uns heute drei Werte an. Einmal Nordic American Tankers, Frontline und DHT, Double Hull Tankers. Und bevor ich fortfahre mit der Chartanalyse, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, ja, Nordic American Tankers, damit starten wir mal. Wir hatten hier im RSI diesen schönen Aufwärtstrend, den haben wir gebrochen und jetzt ist so ein bisschen die Frage, also wir hatten hier natürlich einen mega Run hier auf die Aktie, oder wenn man das mal hier mal misst, innerhalb von 20 Tagen 180%. Ja, Leute, da ist natürlich auch klar, dass die Aktie dann auch korrigiert und das hat sich und wir sind jetzt immer noch in einem bullischen Territorium. Wir sind an dem 20-Tage-gleitenden Durchschnitt hier in dieser Support-Zone und ups, das war zu viel. Und ist die Frage, ob diese Support-Zone hält oder ob wir nochmal ein Stückchen tiefer gehen. Und der nächste Support wäre dann bei $4,45. Da ist natürlich einmal das Hoch hier gewesen aus Oktober 2019 und einmal auch der 50-Tage-gleitende Durchschnitt. Und wenn man mal ein bisschen auf den Wochenchart hier schauen, dann sehen wir eigentlich schon das Chartbild hier. Und das ist eigentlich ganz interessant. Und zwar aus der Hinsicht, als dass wir hier einen langen Abwärtstrend haben, dann hatten wir hier diese Seitwärtsphase. Und diese Seitwärtsphase wird auch als Akkumulationsphase, also da kaufen die Smart Investors, sage ich mal, ein. Und dann beginnt der neue Aufwärtstrend. Die Frage ist natürlich, wie weit geht dieser Aufwärtstrend? Und ja, da hatten wir schon einen großen Run-Up gesehen. Also wenn man es hier vom Tief misst bis hin zum Hoch innerhalb von ja, dreiviertel Jahr, 430%, das ist schon ordentlich. Jetzt ist die Frage, also wir sehen hier im Wochenchart einmal den Versuch der Trendumkehr. Also wir haben hier ein Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch und jetzt sind wir gerade dabei, ein höheres Tief zu setzen und dann quasi wieder ein höheres Hoch zu setzen, beziehungsweise schauen, ob wir dann hier drüber kommen. So, das ist so der, sag mal, der mittelfristige Plan für die nächsten Wochen. Wir suchen jetzt hier unseren Tiefpunkt und da ist diese Zone hier durchaus eine ganz gute Supportzone. Hier verlaufen einmal der 200 Wochen gleitende Durchschnitt, hier die rote Linie. Und der 20er kommt auch hier hoch und bereitet sich gerade so ein bullisches Golden Cross vor. Und das wäre charttechnisch gesehen auch ein Kaufsignal. So, bleibt also spannend, ob wir hier in dieser Zone bleiben und von dort hier, also beziehungsweise hier erstmal so einen kleinen Boden bilden, so eine Seitwärtsbewegung und von dort dann nach oben gehen. RSI, wenn es hier auf diesem Niveau bleibt, können wir durchaus, haben wir durchaus Power, nochmal hier einen ordentlichen Satz wieder nach oben zu machen und hier dieses Hoch nochmal zu testen. Wie gesagt, eine sehr, sehr volatile Aktie, eine Spekulation. Auch was ich sage, ist keine Investment-Kaufempfehlung und man muss immer klar sein, wer diese Volatilität nicht möchte, für den ist diese Aktie dann eher nichts. Genau, nicht vergessen auch, allgemeiner Tipp, auch immer Gewinne mitnehmen. Ja, Gewinne hat man erst, wenn man sie wirklich auch realisiert hat. Vorher sind es immer nur Buchgewinne und die können blitzschnell wieder weg sein. Ja, jetzt schauen wir jetzt erstmal hier auf, hier das hält. Die Woche bleibt spannend. Wir haben auch hier bald Earnings, die kommen am 18. Mai. Das könnte der Aktie nochmal einen guten Push geben. Am 14. Mai, glaube ich, oder am 21., das bin ich mir nicht immer ganz sicher, laufen wieder die Öl-Futures aus. Und da ist natürlich dann spannend, ob wir wieder so einen großen Sell-Off beim Öl sehen. Und ein Sell-Off beim Öl würde tendenziell natürlich den Tanker, da die Tankeraktien beflügeln. So, schauen wir auf Frontline. Frontline, ihr seht es hier schon auch im RSI, ein Ticken schwächer als Nordic American Tankers. Achso, ich wollte kurz nochmal auf den Stundenchart eingehen. So, wir hatten es hier, also erster Versuch einer Trendumkehr. Wenn wir über den gleitenden Durchschnitten sind, dann geht der Weg meistens wieder nach oben. Das wollte ich noch kurz erwähnen, das ist relativ wichtig. Frontline, sieht der Stundenchart schon ein bisschen besser aus. Das Volumen könnte noch ein bisschen höher sein. Es ist wichtig, dass wir hier am Stundenchart
im amerikanischen US-Dollar-Chart hier den halten und möglichst natürlich auch hier drüber kommen. Dann können wir im Tageschart davon ausgehen, dass wir hier unseren Tiefpunkt gesetzt haben und wieder auf dem Weg nach oben sind. Genau, bleibt aber auch spannend. Die Aktien verhalten sich ja alle gleich. Also wenn der Markt nach unten geht, dann gehen meistens auch also die ganzen Tanker-Aktien bewegen sich im Gleichschritt mehr oder weniger. Die einen besser, die anderen schlechter. Frontline einen Ticken schlechter, aber muss es nicht für die mittelfristige Entwicklung muss nichts Negatives unbedingt sein. Auch hier gilt zu beachten, 29. Mai gibt es die Earnings. Ja, da wird auch hier wieder ein starker Gewinnsprung geschätzt auf 93 Cent pro Aktie. Bleibt natürlich auch spannend, wie viel Dividende sie zahlen. Beim letzten Mal waren es 40 Cent. Ich gehe auch davon aus, dass sie ähnlich wie DHT die Dividende erhöhen. Genau, wir sind auch hier. Haben wir noch ein bisschen Luft nach oben zum Tageschart. Da sind die gleitenden Durchschnitte noch ein Stückchen entfernt. Das heißt, wir können locker hier bis um die 9 Dollar hochgehen und sind immer noch im Abwärtstrend. Ich denke auch die Earnings dann von NAT werden eine Rolle spielen, natürlich auch dann der Ölpreis. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Wochenchart und ihr seht es ja schon sehr, sehr volatil. Grob gemessen 40% Volatilität in der pro Woche, das ist schon puh. Das sieht man auch nicht alle Tage. Bullisches Zeichen, dass wir immer noch natürlich hier über dem 200 Wochen gleitenden Durchschnitt sind. Also in der Hinsicht auch noch alles gut, dass wir dann spätestens von dort dann den Weg wieder nach oben fortsetzen. Wenn wir das tun, dann hier diese Trendlinie beachten. Das ist, denke ich, auch so ein wichtiger Widerstand. Genauso wie hier 12 Dollar. Genau, das solltet ihr auf dem Schirm haben. Und jetzt blicken wir kurz mal auf die HT. Aber bevor wir in den Chart reingehen, hier sind die Quartalsergebnisse, die am 5. Mai veröffentlicht werden. Hier könnt ihr sie euch mal ein bisschen genauer anschauen. Es ist ziemlich interessant. Ich gehe jetzt nicht direkt drauf ein. Hatte ich im letzten Video schon gemacht. Und ja, vor allem hier dieser Abschnitt, der gefällt mir sehr gut. Aber ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Könnt ihr dann selber in Ruhe nachlesen. Ja, Link ist dann in der Beschreibung, wie gesagt. Gut, dann schauen wir mal auf den Chart. Der Chart ist hier ein Stückchen bullischer. Also wir sind hier im Wochenchart über allen gleitenden Durchschnitten, haben hier den gehalten. Den 20 Wochen gleitenden Durchschnitt sind auch noch in unserem Aufwärtstrend, den wir hier ziehen können. Und ansteigendes Volumen. Ja gut, wir sind im Aufwärtstrend, das ist eigentlich tendenziell ein gutes Zeichen. Wichtig ist, dass wir hier auf mittelfristige Sicht diese 9 Dollar oder diese, ja, 8,80 ungefähr, sagen wir mal großzügig und sagen 9 Dollar überwinden. Und weil dann ist wirklich so quasi der Weg frei nach oben. Also da sind dann relativ wenig Supportzonen. Da sind durchaus wirklich große Chancen drin. Was man hier auch so ein bisschen sehen kann, ist eine Formation, die man nicht allzu häufig sieht. Das ist eine sogenannte Cup-and-Handle-Formation. Also wir haben jetzt hier diesen, ich mache das mal ein bisschen breiter, dann sieht man das auch besser. Und eine andere Farbe. So. Ja, also wir haben jetzt hier diese Tasse, die wir hier formen, diese Untertassenformation und dann dieser Henkel. Und normalerweise aus diesem Henkel erfolgt der Ausbruch nach oben. Bleibt natürlich spannend zu sehen, ob das dann wirklich so eintritt. Wie gesagt, die Achse ist immer noch sehr bullisch. Wenn wir in den Tageschart reinschauen, auch hier bullisches Zeichen. Hier hat man natürlich die Earnings, die waren, ja, waren hohe Erwartungen, ja klar. Und sind allerdings noch über den 200-Tage-gleitenden Durchschnitt. Ich glaube auch, wenn ihr in den Quartalszahlen hineinschaut, da glaube ich, dass das nächste Quartal nochmal besser wird. Für die auf die Dividende aus sind, das kann ich noch kurz nochmal zeigen. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Die Dividende ist 35 Cent pro Aktie. Das ist bei dem aktuellen Kurs um 5%, sagen wir mal,
grob Aktienrendite. Das ist schon ganz ordentlich. Und der Stichtag, das finden wir, der Stichtag für die Aktie ist dann, also für die Dividende, recorded as May 9, also dem 19. Mai ist entscheidend, da muss ich die Aktie halten, dann bekommt ihr diese 35 Cent pro Aktie am 26. Mai ausgezahlt. So, das mal als kleiner, ja, als kleiner Leckerbissen, sag ich mal. Die letzte Kerze, Tageschart, kommen wir zurück zur Chartanalyse, sieht bullisch aus, so ein kleiner bullischer Hammer. Das Volumen ist ein bisschen schwach. Ja, gut, also optimal wäre es, wenn wir jetzt hier so diese quasi an der Trendlinie entlang hangeln und von dort dann wieder nach oben gehen und dann wieder in Richtung ja, obere horizontale Trendlinie. Und was man dann schon erkennen kann, ist, was sich hier formt, ein sogenanntes aufsteigendes Dreieck. Und dieses aufsteigende Dreieck ist normalerweise ein sehr bullisches Zeichen. Und von dort aus geht es dann oft auch ja, einen satten Satz nach oben. Das Kursziel kann ich euch auch zeigen, wie man das bestimmt. Das bestimmt man aus der Höhe dieses Dreiecks. Also quasi, wir haben jetzt hier 80%. Das bedeutet, wenn wir den Ausbruch hier schaffen, dann setzen wir auf diese Ausbruchsstelle 80% an und wissen dann grob charttechnisch gesehen unser Kursziel. Wenn es dazu kommt, dazu ist es noch nicht gekommen, dass dann ein Kursziel ja, für dieses aufsteigende Dreieck hier aus diesem Henkel, das für die Untertasse ist nochmal ein bisschen größer. Aber soweit sind wir noch nicht. Genau, so viel zu DHT. Wenn wir so ein bisschen vergleichen, DHT noch am bullischsten, dann würde ich sagen NAT und dann Frontline. Bleibt eine sehr, sehr volatile Aktie, also alle Tankeraktien bleiben sehr, sehr volatil und ja, nichts für schwache Nerven auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit der Chartanalyse, wo ihr jetzt, beziehungsweise wo die Aktie so ein bisschen steht, was ich dazu, was ich davon halte vom Chart und würde mich freuen, wenn ihr dann in einem von den nächsten Videos wieder dabei seid. Dann wahrscheinlich auch wieder über die Brennstoffzellen, das mache ich dann am Sonntag, wenn ich dazu komme, mal schauen, oder am Montag. Gut, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, ja, genießt das Wetter, wenn es gut ist und ja, bleibt gesund, ciao.